Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal vom SAW Clan. Hier ist wieder euer Soran und wir setzen die Let's Play Battlefield Hardline Reihe weiter fort. Wir sind immer noch in der ersten Episode, haben ja zuletzt einen kleinen Cut gemacht, damit die Videos nicht zu lang werden. Und werden das Ganze jetzt an der Stelle einfach fortsetzen. Wir dürfen den guten Mann jetzt hier mit Q einmal scannen. So, einmal analysieren. Dein Scanner ist mit allen Datenbanken auf lokaler und Bundesebene verbunden. Oh, was machen die denn da? Die packen Päckchen ab. Folge ihm mit dem Scanner, damit er es nicht versaut. Aber scheinbar sucht er nach... Na los, geh mal ein bisschen schneller, mein Freund. Ich möchte nicht in die Hacken schießen. Hey, Mann, ich suche Tyson. Tyson? Das ist nicht so einfach, Mann. Komm schon, Mann, jetzt lass mich nicht so hängen. Alter, geh nach Hause. Ich muss Tyson sprechen. Ganz ruhig, reiß dich mal zusammen. Bruder. Bruder. Geh einfach, ist schon okay. Lass ihn. Okay, Tap ist jetzt drin. Von dem kenne ich keinen. Lass den Scanner an und finde raus, was hier gespielt wird. Ich will deinen Kuba. Das Ding hat ein digitales Richtmikrofon. Scan den Bereich und hör zu. Wir sollten expandieren. Wisst ihr, was ich meine? So, expandieren. Uns kann gerade keiner. Hey, Fidel. Ganz schön dicke Luft hier drin. Ist Tyson da oder nicht? Ja, wir reden gleich. Verstanden. Die gucken sich ein Footballspiel oder sowas an. Haben wir noch jemanden hier irgendwo? Ja, ich glaube, das waren jetzt alle. Tyson ist da hinten. Du hast 5 Minuten. Ja, danke, Mann. Hören wir ihn zu. Tap, was willst du hier? Das ist Tyson. Scan ihn. Wir brauchen Beweise. Fuck. Ich kann Tyson nicht sehen. Tja, ich weiß auch nicht, Mann. Der soll sich bewegen. Hör auf, überall nach mir zu fragen. Das ist zu gefährlich. Tyson, einmal noch. Bitte. Mann, setz dich hin. Ich schaue, ob ich was machen kann, okay? No problemo. Kein Problem, Mann. Okay. Oh, jetzt tauchen da irgendwelche Leute auf. Moment mal. Wer ist das? Keine Ahnung. Was sollen wir machen? Ich kenne so viele von den Typen wie möglich. Oh, die schießen. Oh, scheiße. Die sind hinter Tyson her. Komm, wir müssen zu ihm. Los! Zentrale, hier 13. Hier wird geschossen. Wir greifen an. Alle Einheiten. Schießerei gemeldet. Ecke 3. und 33. Komm schon. Auf geht er, der Peter. Ich pass auf. Nimm die Typen fest. Leute aus Juarez angeheuert. So, mit G können wir die Leute wieder festnehmen. Juarez? Halt! Die Typen, die hier rumballern. Wer sind die? Nummer 1 hätten wir. Kein! Oh, der wollte auf uns schießen. Alles klar, Nick. Ich glaube, den kenne ich. Das kenne ich, weil hier noch ein Haftbefehl vorliegt. So, Leute mit dem Haftbefehl dürfen wir nicht töten. Wenn wir sie nämlich festnehmen, dann kriegen wir eine Belohnung. Ist auf jeden Fall richtig nice. Du hattest recht. Tap der Verräter. Er hat uns zu ihm geführt. In der Nähe 13. Für den gibt's einen Haftbefehl. Okay, alles easy. Hier drüben. Officer ist unter Beschuss. Oh, verdammt. Verdächtiger, jetzt haben wir sie auf uns aufmerksam gemacht. Verstanden, 13.
Da müssen wir hier tierisch aufpassen jetzt. Ja, das war nicht gut überlegt hier, aber die holen wir uns. Ja, nachher kriegen wir ein kleines Money-Problem langsam. So, ich habe keine mehr. Aber wir können hier welche aufsammeln, das ist schon mal geil. Mal hoch. Okay, lass uns hochgehen. Wir müssen Tyson. Halt! Der wird festgenommen. Okay, ganz ruhig. Der wird auch überwältigt. Och, du Scheiße. Ah. Was schießt der jetzt so einfach auf mich hier? So, der ist weg. Hier ist keiner. Oh, hier können wir was ausrüsten. Das ist schon mal geil. Nehmen wir hier mal eine andere Primärwaffe. Was haben wir da? Ach, die ist auch schon gut. Shotgun, ja. Nehmen wir mal eine P90. Hier haben wir noch nichts wirklich. Eine Panzerung. Das ist auch nicht schlecht. Gadget 2, was können wir da? Medikit, immer gut. Scanne mal. Vielleicht gibt es Hinweise auf Heißen. Oh, da ist ein Hinweis. Analysieren. Schon mal nicht schlecht. Oh, da ist noch was. Es vibriert immer, wenn er was findet. Sehr schön. Denk dran, sobald das Gerät brummt, ist Beweismaterial in der Nähe. Nochmal Beweismaterial. Nick, sieh dir das an. Hast du Tyson? Was zum Teufel? Oh, super. Eine Webcam mit Laptop. Kai, sieh mal. Tyson war gar nicht hier. Das war ein Videochat. Fuck. Vielleicht ist er noch da. Oh, Skype. Oh, fuck. Ihr Bullen hat sie hergeführt. Nicht wahr? Tut mir leid, die hatten es auf dich abgesehen. Hallöchen, Tyson. Oh, Mann. Es wird ja immer besser. Hey, dein Kumpel Tab ist weg. Und deine Leute sind tot. Fuck! Hey. Das sind nicht meine Leute, okay? Ich schenke denen nur manchmal was, klar? Wer will dich umbringen, Tyson? Tja, sowas erfährt man halt normalerweise nicht vorher. Sag uns, wo du bist. Wir können dir helfen. Sorry. Da habe ich meine Zweifel. Verdammt. Und jetzt? Wenn wir Tyson nicht kriegen, ist er tot. Zentrale hier 13. Wir müssen dringend eine IP-Verbindung nachverfolgen. 13, Verfolgung läuft. Und wir sind verbunden. Brauchen noch ein paar Minuten, 13. Verstanden. Also los. Die Jungs werden noch eine Weile brauchen dafür. Wir wissen, was Tyson vorhat. Jetzt haben wir eine schöne P90. Aber nicht, wo er ist. Oha. Jetzt aber drauf. Los nach oben! Wir müssen ihn finden! Scheiße! Los, wir müssen hier raus. Na recht. Und einer die beiden Bullen! Scheiße, die Cops können wir nicht brauchen. Wir sollten los, bevor noch mehr kommen. Oh, die trennen sich, das ist praktisch. Okay.
Gegner untersuchen vor Ort. Interessante Frage. Okay, manchmal muss man nach der Arbeit selbst aufräumen. Dann sollte man einen Bonus aufräumen. Halt! Stehen bleiben! Polizei! Hey! Der wird festgenommen. Ja klar, das macht jeder. Aber manchmal muss man auch einfach seinen Job erledigen und sich dann verpissen, ohne aufzuräumen. So wie heute zum Beispiel. Und warum verpissen wir uns da nicht einfach so früh? Bleib, wo du bist! Ist der krank? Wow! Hey, was soll das? Niemals! Du bist... Du wirst festgenommen. Für dich gibt's eine Belohnung. Okay, okay. Ach, du hast ihn schon von hinten. Perfekto. Einer ist noch am Auto. Polizei! Stehen bleiben! Okay, ganz ruhig. Der wird auch festgenommen. Am Anfang lief's schlecht und jetzt nehmen wir sie alle fest. So, ganz ruhig. Okay. So, jetzt müssten wir alle haben. Weg zum Wagen, los! Das Auto. Los, rein! Detective Dow, wir haben die Einsatzziel abgeschlossen. Dein Freund Tyson weiß nicht, was ihm bevorsteht. Ich schicke eine Lufteinheit zu der Position. Wir gehen hin, schnappen ihn und hauen. So, jetzt dürfen wir den guten Mann abholen. Okay. Los, mach hin, Mendoza. Und Tür auftreten. Durchsuchungsbefehl habt ihr, oder? Ganz ruhig jetzt. Scheinst dich wohl mit deinen Grundrechten auszukennen. Wir sind nicht hier, um dich zu verhaften. Raus hier, los. Ich hol meine Sachen. Hey, erklärst du uns bitte mal, was los ist? Ich mach den ganzen Tag nur eins. Tabellen ausfüllen. Auf der Straße war ich schon ewig nicht mehr. Mittlerweile bekämpft jeder jeden und ich suche mir scheinbar immer die falsche Seite aus. Mehr weiß ich nicht. Können wir das woanders besprechen? Oh! Ach du Scheiße! Er hat sie erwischt! Wow! Oh Mann! Pass auf! Ich drück die Wunde ab, okay? Mit W können wir Druck ausüben auf die Wunde? Okay. Ich weiß. Halt einfach durch. Wir sind nicht wegen dir hier. Nick. Ich bleibe bei dir. Leck mich! Schnappt euch Tyson und macht die Kopfzeit! Den haben wir. Zack. Zack. Jetzt müssen wir nachladen. Schneller, schneller. Oh, die ballern schon durch die Wand, ey. Halt sie mich an. Kai, bleib bei mir. So, die haben wir auch. Lol, alle Kai. Kugeln gehen durch die Wand daneben. Kai. Wow. Da ist einer. Achso, ja, muss er gedrückt halten hier, ne? Uns verreckt sonst noch hier. Waffe auf den Boden! Runter auf den Boden! Hey, wir sind Cops! Wir sind Cops! Sie ist verwundet! Ich glaube, es ist die Arterie. Du hättest leicht verbluten können. Hände hoch! Sofort! Das ist ja meine Begrüßung. Detective, wer ist das? Oh. Den? Kennt sich mit Tabellen aus. Jawohl, wir haben das Einsatzziel abgeschlossen. Episode 1 ist zu Ende.
Weiter geht's in der nächsten Folge mit Episode 2, den Abgang. Wir sehen es hier unten schon in der Ecke. Die beginnt gleich automatisch. Aber an der Stelle stoppen wir das Ganze einmal wieder und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einfach mit dabei seid. Sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.